Ein Gewächshaus. Du kannst wunderschöne Blumen im Gewächshaus sehen. Professor Tillinghast muss eine leidenschaftliche Gärtnerin sein. Das nehme ich auch an. So, na lass mal sehen. Gibt's dort hinten noch was? Hier, an dieser Tür? Ja, tatsächlich. Das Tor ist verschlossen. Du kamst von der anderen Seite. Ach, waren wir hier schon oder ist das einfach nur derselbe Dialog wie dort hinten? Ich nehm's mal an. Naja, ist ja nicht schlimm. Oh, ich bin richtig aufgeregt. Also, ein Komet. Ist das so? Maybe she's hard of hearing. Ja, das kann sein. Ich meine, sie schien ja schon ein bisschen älter zu sein. Oh, how rude of me to make you wait like this. I wonder whether something's wrong. Okay. There's a light coming from that second floor window. She must be home. Uh-huh. I hate to intrude, but I should see whether she needs help. Uh-huh. Maybe there's another way in. Okay, machen wir das so. Szenario-Ziel, also tatsächlich. Tutorial, also tatsächlich ist es wirklich sehr brettspielmäßig ausgelegt. Jedes Szenario hat eine bestimmte Ziele, die es abzuschließen gilt, um zum nächsten Szenario fortzuschreiten. Ne? Kennen wir ja vom Arkham Horror. Diese Ziele sind in deinem Notizbuch aufgeführt und werden entsprechend eines Fortschritts aktualisiert. Drücke L, um das Notizbuch aufzurufen, oder klicke auf das Notizsymbol unten in der rechten Ecke des Bildschirms. Ah, finde einen anderen Weg hinein. Läute die Glocke, betritt die Villa. Niemand öffnet die Tür, aber du siehst Licht im ersten Stock. Geschichte. Sie sind zu meiner bescheidenen Villa in Arkham gekommen, nachdem ich Wilhelmina, das ist ein Zoo in Stuttgart, Wilhelmina Tillinghast, sie persönlich eingeladen habe. Als ich die Tür nicht öffnete, wurde ich ihnen sofort klar, dass etwas nicht stimmte. Schließlich bin ich keines dieser geistesabwesenden Hühner, das sich von jeder noch so kleinen Angelegenheit ablenken lässt. Och nö, so bin ich nicht. Vernünftigerweise suchten sie daher noch einen anderen Weg ins Innere des Hauses, um sicherzustellen, dass es mir gut geht. Ja. Oh. Hier haben wir nochmal unsere Dinger und Feinde haben wir keine. Finde ich gut. Also, tatsächlich scheint es so zu sein, dass wir die Geschichte erzählt bekommen von der Miss Tillinghast, die uns ab und zu in Dialog oder Schrift mitteilt, was geschehen wird. Eine Kiste unter dem Fenster im Erdgeschoss lädt dich gerade dazu ein, diesen Weg auszuprobieren. Aber das Fenster selbst ist abgeschlossen. Versuchen wir's. It's no problem to reach the window, but it's shut tight. I'd need to smash the glass to get inside. Hm. I hope you aren't thinking what I fear you're thinking. Oh je. What I need is something heavy to smash this window. Doch, wir denken genau das, was Miss Tillinghast denkt. Wir müssen etwas Schweres finden. Sieh mal, eine Schaufel, eine Schubkarre. Schmeiß eine Schubkarre durch. Wapam! Schubkarre! Eine Interaktion mit Objekten lassen dich aus mehreren Handlungsoptionen auswählen. Sie werden als komplexe Interaktionen behandelt. Okay. Eine Schubkarre steht verlassen auf dem Rasen. Vielleicht findest du etwas, mit dem du das Fenster einschlagen kannst. Durchsehen, überfliegen. Durchsehen. In der Schubkarre findest du einen schweren Bolzenschneider. Genau das Richtige, um ein Fenster einzuschlagen. Sehr geil. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Durchsehen und Überfliegen? Klirr! How dare you smash my window? I hope you intend to have it replaced. Ja, natürlich machen wir das. I wouldn't have dared, but the professor did invite me. If she isn't answering the door, she must need help. Aber wo könnte sie sein? But where could she be? But where could she be? So, dann lass mal sehen. Wir haben das Fenster professionell mit einem Bolzenschneider eingeschlagen. Und wir haben schöne Musik. Hey! Das gefällt aber.
So, ein Globus, ein paar Bücher, Feuerstelle und ein Klavier. Wären wir jetzt der Trompeter, könnten wir sicher ein paar Töne spielen. Ein Piano, ein wunderschön... Entschuldigung, nochmal. Ein wunderschönes Piano. Du erinnerst dich gar nicht, ob die Professorin mal gesagt hat, dass du spielst. Angesichts des Staubes auf dem Instrument kommt es wohl sowieso nicht häufig vor. Ja, den Flügel sollte man besser zuklappen, denn sonst werden die Saiten super schnell staubig. Und verstimmen sich auch sehr. Ein Bild des Kometen, den sie untersucht. Aha, großes Gemälde eines Kometen, wie durch einen Nachthimmel jagt. Anscheinend gefärbt das Interesse der Professorin an Astronomie auch ihren Kunstgeschmack. Ja, ich find's schön. Ich würde mir so ein cooles Bild auch hinhängen. Eine Kiste, machen wir sie auf. Nee, machen wir nicht. Gut. Liegt hier auf dem Tisch irgendetwas, was wir uns ansehen könnten? Nee, denn die... Okay, man kann relativ gut überblicken, was man sehen kann. Deswegen gehen wir einfach in den nächsten Raum. Oh. A broken vase. Oh. The professor must have heard it fall. She wouldn't have just left it here. Nee, die Professorin scheint doch eine ordentliche... I certainly would not. I take pride in a clean and tidy abode. Especially when expecting visitors. Ganz genau, das würde ich auch so sagen. Sag mal, findet ihr nicht auch, die sieht ein bisschen aus wie die Maggie Smith, die Professorin? Ein wenig sieht sie aus wie Maggie Smith. Für den, der Maggie Smith nicht kennt, das ist Professor McGonagall, ne? So eine Brille noch um die Augen, dann vielleicht Dutt und einen grünen Zauberhut. I'd better find her. Auf jeden Fall. Also, Professor McGonagall hat die Vase umgeschmissen. Was hat das zu bedeuten? Komplexe Interaktion. Wenn ein Ermittler über das notwendige Wissen verfügt, geben sie Ratschläge zur sinnvollsten Handlung. Ansonsten sagen sie gar nichts. Scherben eines fragilen Objekts liegen am Boden. Vielleicht ist das ein Hinweis. Wissen, logisch, es sollte möglich sein, einen Teil des Objekts wieder zusammenzusetzen. Um eine unpassende Aktion für die Mythosuhr... Füllt die Mythosuhr schneller. Oh, eine unpassende Aktion füllt die Mythosuhr schneller. Okay, das scheint dann sozusagen das Spiel sein, das gegen uns spielt. Und zwar in dem Sinne, dass wir... Naja, so wie Verderbensmarke auf dem Szenariobogen. Also, wieder zusammensetzen. Ja, zusammensetzen. Eine genauere Untersuchung des zerbrochenen Gegenstandes des Hülls, dass er nur einmal eine Vase war. Angesichts der Position vermutest du, dass sie von dem kleinen Tisch in der Nähe fiel. Oh jo, das hätte ich auch sehen können. Und auf der Scherben liegen kein Staub. Es kann nicht lange her sein. That scream came from upstairs. Schnell nach oben! That sounds like my voice. I must need help. Oh ja, das braucht sie bestimmt. Professor, was that you? Schnell, hinterher. Of course it was. Hurry. Ja, wir beeilen no uns. No answer. There must be someone else in the house. I ought to find a weapon. Ja, das Messer hier. Sieh mal, da liegt ein Messer. Nimm das Messer. Bitte was? Bitte was? Verstandsverlust. Gewisse Begebenheiten erfordern eine Verstandsprüfung. Der mentale Widerstand eines jeden Ermittlers entscheidet über seine oder ihre Erfolgswahrscheinlichkeit. Wenn der Verstand null erreicht, erleiden die betreffenden Ermittler ein Trauma. Okay. Sehen wir mal bei L. Geschichte. Ja, das haben wir ja gerade mit. Nee, 7 von 7. Also 60%. Wir haben es wohl bestanden. Jetzt suchen wir mal eine Waffe. Hier, das ist eine Waffe. Suche. Es wird dauern, sich das alles anzusehen, aber es könnte etwas wert sein. Aha, das Messer auf dem kleinen Tisch trümmern sich allerhand Gegenstände. Wenn du es hier genau ansiehst, findest du vielleicht etwas Nützliches. Es wird dauern, aber es könnte... Oh. Mythos.
Im Laufe einer Ermittlung lenkst du die Aufmerksamkeit der großen Alten auf dich. Es wird als Mythos bezeichnet. Die Mythosuhr füllt sich jedes Mal, wenn du bei einer komplexen Interaktion eine unpassende Aktion ausführst, so wie am Ende jeder vollen Kampfrunde. Okay. Wenn die Mythosuhr voll ist, mischen sich die großen Alten ein, um den Fortschritt aufzuhalten. Okay. Aha, ein Tisch, ein Messer. Wirklich, das lag direkt drauf. 3 Aktionspunkte ist eine Nahkampfwaffe und macht 6 bis 7 Schaden und hat eine kritische Trefferwahrscheinlichkeit von 13%. Mhm, schön. Du hast bei deiner Suche eine Waffe gefunden. Wähle die Waffe aus, indem du Enter drückst, deinen Zeiger mit WASD auf einen leeren Platz bewegst und noch einmal Enter drückst. Okay. Enter drückst. Bewegen. Hierhin. Hä? Was? Drückst deinen Zeiger mit WASD? WDSW? ADSW? Bewegen. Dahin. Oder hierhin. Keine Ahnung. Und noch einmal. Wähle mit der Maus die Waffe aus, klicke dann Bewegen, um anschließend einen leeren Platz im Inventar. Hallo? Hab ich doch gemacht. Kannst du jetzt bitte... Hey! Also ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich drück hier wie ein Wilder. Auf einen leeren Platz im Inventar. Ja, hierhin! Doofes Spiel, ich komme hier nicht voran. Was soll denn das? Also, ich weiß nicht, warum? Okay, ich habe eine Waffe gefunden. Wähle die Waffe aus, indem du Enter drückst. Dein Zeiger mit WASD auf dem leeren Platz. Okay. Ah, okay. Nochmal Enter. Ah, so. Gut, jetzt. Also das war eigenartig. This knife might come in handy if I run into an intruder. Ja, das könnte nützlich sein. What on earth are you doing with my letter opener? Es ist kein ja, okay. Egal, Brieföffner auch eine gute Stichwaffe. So, sollen wir direkt hochgehen oder sollen wir mal sehen, was hier ist? Eine Tür, abgeschlossen. Gut, dass du dorthin nicht willst. Okay, was ist das hier? Ein Regal mit Daumenschrauben. Vermutlich hat die Professorin es... scheint, dass sie das... was? Es scheint, als habe sie nicht das Haus verlassen. Okay, was haben wir hier hinten? Oh, der gute Vino. Nochmal ein kleines Dingen. So, jetzt machen wir uns mal auf nach oben, ne? Oder auch nicht. Ich habe jetzt hier drauf geklickt und sie ist an der Treppe vorbeigegangen. Okay. Kam der Schrei von hier? Professorin, sind Sie hier? The scream must have come from the other side of this door. Okay. That's my office door. Sollen wir reingehen? Nee, wir gucken uns erst noch mal ein bisschen um. Sie hat zwar geschrien, aber sie würde doch wohl nicht gleich sterben, oder? Oder? Aha, die Toilette. Ein Spiegel, ein Ebenbild blickt dich jeweils des blitzsauberen Glases im Badezimmer an. Aha. Fingerfertig, kein Ratschlag. Eine unpassende Aktion für die Mythosuhr. Aufbrechen, Schloss aufbrechen. Aufbrechen, Schloss aufbrechen. Was soll denn hier? Eine unpassende Aktion füllt die Mythosuhr schneller. Okay. Schloss aufbrechen. Wir sind nicht fingerfertig. Sollen wir versuchen, das Schloss aufzubrechen oder einfach mit roher Gewalt? Roher Gewalt! Oh, okay. Klopapier! Nee. Bandagen. Ich hätte Klopapier. Verwenden, bewegen.
So. Das können wir natürlich immer gebrauchen. Denn wer weiß, welche Monster uns hier erwarten. Wäre ja sicher uncool. Oh je, wo geht's denn hier überall rein? Ah. Kinderspielsachen. Spielzeug ist so ordentlich im Raum angeordnet, dass du vermutet, kein Kind hat es je berührt. Und eine Krippe. Krippe. Oh oh. Gott sei Dank, ist es nur ein Mensch. Who's there? I'll ask the questions. Roland Banks, Bureau of Investigation. I'm on the job. Who are you? And what's your reason for being here? Wir wurden eingeladen. What would a federal agent want with me? My name is Kate Winthrop, and I'm a colleague of Professor Tillinghast. Genau. She invited me here to discuss a research project. But when I heard her scream, I came to investigate. Ja. Seems like I'm on the right track. Something hinky's going on here. Ist das so? Tatsächlich. Bist du da auch schon drauf gekommen, Herr Professor? You can't nee, seriously Herr FBI-Agent. Think a professor of her reputation is involved in some crime. Aha. She's only a person of interest. The Bureau has evidence that others are trying to involve her in some shady business. Okay. I came to find out what she knows, if anything. Then I heard the scream, too. Seems we need a key to get inside that room. Okay, wir brauchen den Schlüssel, aus dem sie gerade geschrien hat. Also die Tür scheint wohl verschlossen zu sein. I wasn't prepared for so many guests today. Nee, das warst du wohl nicht, McGonagall. I'll help you find that key. Das hoffe ich auch. Ah, jetzt haben wir Roland Banks. Gucken wir uns den doch mal an. Also, Roland. Ich traf Agent Roland Banks zum ersten Mal, als er mich zu Hause aufsuchte, um mir Fragen zu einer seltsamen Gruppe von Menschen zu stellen. Er scheint mehr als vage Gerüchten nachzugehen, aber um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht immer ganz, was er wissen wollte. Er scheint mir ehrlich auch, jedoch ehrlich, auch wenn er nicht immer durch die Karten blicken ließ. Seine starken Schultern und der ruhige Zuversicht sind genau die Eigenschaft, die man von einem Agenten des FBI gerne sieht. Oh, die starken Schultern des FBI-Agenten, so, so. Genau die Art von Mensch, die man um Hilfe bitten würde. Hat auch 60% Wahrscheinlichkeit für den Widerstand, ist logisch, sehr stark im Nah- und nee, im Fernkampf und in der Initiative. Und hat Zielwasser. Roland hat eine große Chance, kritische Kräfer im Trampf zu landen. Ganz genau das wollte ich sagen. Kritische Treffer im Kampf zu landen. Sagt es mal 10-mal ganz schnell hintereinander. So. Okay. Wissen physisch. Kein Ratschlag. Dinge verschieben. Offenbar nicht neu, aber sehr gut verpflegt. Gegenstand gefunden. Büroschlüssel. Wunderbar. Das war ja leicht. There's a key on this mobile. My files say Tillinghast has no children. If that's true, why would she need a nursery? The professor always wished for children, even long after she grew too old to have them. Ein wenig traurig. Oh, I can't say it isn't true. I wish people were less prone to idle gossip. Ja, klar. So, sehen wir uns mal weiter um. Hier hinten. Was haben wir hier? Hier ist eine Kuckucksuhr? Nee, ein Regal. Zigaretten! Oh ja, nehmen wir mit. Bewegen. Die Zigaretten, die sind was für den Dingenskirchenzieher. Den. Ich hab schon seinen Namen vergessen. Ja, da fängt's an, da hört's schon auf. Mhm, eine Kiste. Aufbrechen, schütteln.
Stabile Holztruhe. Sie scheint nicht verschlossen zu sein, doch irgendetwas scheint den Deckel zu blockieren. Ja, das muss man schütteln. Du öffnest die Truhe und entdeckst einen Bücherstapel. Dafür liegen ein einziger Bogen Papier und ein Rezept für Apfel-Beignetz. Beignetz? Borgne? Tut mir leid, ich kenne das Wort nicht. Ich nehme mal an, das ist irgendwas Apfelkuchenmäßiges. Äpfel schälen, entkernen und quer in dicke Scheiben schneiden. In Panierteig wälzen, einzeln mit einer Gabel entfernen und vorsichtig in siedendes Öl tauchen. Frittieren, bis die Scheiben fahle, goldbraune Farbe haben, dann abtropfen. Mit Puderzucker bestäuben und mit einer Zitronenscheibe servieren. Bananenbignets können nach dem gleichen Rezept hergestellt werden. Okay, panierte Apfelchips. Hört sich gut an. So, weihnachtliche Süßigkeit, noch ein bisschen Zimt und Zucker drauf. Ah, hier, Puderzucker haben wir ja schon drauf. Hört sich doch lecker an. So, jetzt gehen wir natürlich noch hier hinten hin, weil hier haben wir auch nochmal zwei Türen. Die Tür ist nicht da, wo Professor Tillinghast ist. Na gut, was ist mit dieser Tür? Ist die auch nicht da, wo Professor Tillinghast ist? Ja, das habe ich mir gedacht. Und ein Bild. Was ist denn das? Zwei Hunde. Ein Gemälde von Katzen. Katzen, ja, natürlich. Alte Damen haben an diesen Tieren bekanntlich einen Narren gefressen. Aber du musst zugeben, dass es irgendwie beruhigend wirkt. Ich mag Katzen auch. Ich persönlich, was heißt persönlich? Ich selber habe einen Hund. Selber ist das richtige Wort. Ich selber habe einen Hund. Aber Katzen mag ich auch sehr. Und oh mein Gott, kommt da drunter Rauch vor. What the fuck ist das denn? Kann ich eigentlich den Ermittler wechseln? Tap. Ah, kein Mythos. Roland und Kate. Aha. Sieh mal, der macht 7 bis 8. Was ist mit meinem Inventar? Ausrüsten. Ah, jetzt. Sieh mal, damit das A dort ist. Denn, wenn ich jetzt das Inventar schließe und hier drauf gehe, dann kriege ich aber 7 bis 8 Schaden im Nahkampf und der Roland macht 7 bis 8 im Fernkampf.